Der Raum, den ich betrat, war gut gesichert. Zu gut für meinen Geschmack. Ey, Mann, lass den verdammten Scheiß. Wir sind nicht hier, um uns Sachen im Museum anzusehen, klar? Ja, Captain, tut mir leid. Manche Schaukasten werden durch Terminals mit Bewegungsmelder aktiviert. Pass auf, das kann Gegner anlocken. Das könnte ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Ganz schön viel los wieder hier. Ich zähle 4, 5 Gegner. Und Nummer 5 ist beschäftigt. Sieht so aus, als würde er mit dem Sicherungskasten rumspielen. Oh, was haben wir denn da? Interessant. Weitere Erfahrungspunkte. Na, mein Freund, Sicherung durchgebrannt? Bei dir auch. Bye, bye. Zwei anderen Clowns. So, so, du begutachtest deinen Mord. Was ist das hier für eine Hobbyarmee? Angriff der Klonkrieger? Wie soll ich an den vorbeikommen? Wenn ich hier runterspaziere, sieht er mich sofort. Vielleicht helfen meine Kräfte. Jawohl, ich hab sogar 4 Kraftpunkte. Zeit, Vampirkräfte zu aktivieren. Ausschalten. Das haben wir ja schon. Was ist das? Schattenillusion. Als Vampir hast du die Gabe, den Geist deiner Gegner auf scheinbar unwichtige Dinge abzulenken. Interessant. Heilung haben wir schon. Diese Kraft erlaubt es dir, Gegner mit der Hilfe der Schatten über größere Distanz zu töten. Das ist interessant. Gekauft. Verdunklung. Erlaubt es dir, dich teilweise in einen Schatten zu verwandeln. Dadurch wirst du von Gegnern deutlich schlechter wahrgenommen. Gekauft. Beherrschung. Als Vampir hast du die Gabe, den Geist eines Menschen zu beherrschen. Ah, noch nicht. Wir haben noch 2 Kraftpunkte. Verwirrung. Als Vampir hast du die Gabe, Menschen in einem großen Umkreis für kurze Zeit abzulenken. Könnte auch hilfreich sein. Geschwindigkeit. Durch die Kraft der Schatten kannst du dich übernatürlich schnell bewegen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber das hier klingt sehr interessant. Du bewegst dich mit übernatürlicher Lautlosigkeit. Verringert die Geräusche, die du beim Gehen oder und Laufen machst, um 5%. Gekauft. Okay. Was ist das? Resistenz? Okay. Blutvorrat. Als Vampir kannst du auf die meisten deiner Kräfte nur durch den Einsatz von Blutpunkten zugreifen. Allerdings, damit kann ich meinen Blutvorrat verbessern. Erwachter Instinkt. Es wird dir... Diese Kraft schärft deine Vampirinstinkte. Es wird dir nun angezeigt, ob dich ein Gegner beim Aussaugen oder beim Ausführen einer Kraft hören kann. Das ist auch interessant. Kostet aber zu viel. Kostet 3. Okay. Den einen Punkt spare ich mir noch. Gut. Testen wir unsere neuen Fähigkeiten. Mal sehen, ob wir gesehen werden. Ich hoffe doch nicht. Schneller, 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 schneller. Oh. Noch ist es weiß. Sehr gut. Ungesehen vorbeigeschlichen, nun in der Mitte des Feindes. Aha. Aber ich will noch meine zweite Kraft ausprobieren.
mehr, bis er in der dunklen Ecke ist. Und nun stirbt. Sehr schön. Jetzt sind meine Blutreserven am Ende. Ich sollte mir einen kleinen Snack gönnen. Muss nur aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Dreh dich, mein Freund. Hopp. Wow, 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 wow. Wir wollen doch nicht entdeckt werden. Ganz sicher nicht. Wir schleichen uns nämlich heimlich an dich ran. Und dann... stirb. Sei mein Imbiss, mein Freund. Wow, es war knapp. Der hat uns nicht gesehen. Nur noch zwei Gegner. Ich muss trotzdem aufpassen. Ich kann gesehen werden. Ich könnte mit dem Schattenangriff den wieder erledigen. Besser nicht. Besser, ich überlege mir was anderes. Der ist jetzt hier. Okay. Der kommt zurück. Komme ich vielleicht hier durch? Leider nicht. Mist, verdammter. Der steht jetzt direkt vor dem Eingang. Und der ist da hinten. Vielleicht mache ich das ein bisschen anders. Den einen mit der Schattenkraft und den anderen sauge ich aus. Das wird das Beste sein. Der sieht mich nicht, oder? Nein. Sehr gut. Und jetzt, danke für dein Blut. Sehr geil. Okay. Wir müssen hier durch. Aber ich würde mich gerne noch in dem anderen Raum umgucken. Am Leben ist hier niemand mehr. Tatsächlich, alle tot. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Sehr schön. Raus hier. Radio. Ich befinde mich gerade an den Dämmen im Ostteil der Stadt. Hier sind hunderte Helfer im Einsatz und kämpfen gegen die steigenden Fluten an. Trotz der Wassermassen von oben ist man zuversichtlich, die Stadt schützen zu können. Für Sie immer vor Ort, Ian Schweizer von RF Radio. Hochwasser. Was hat das zu bedeuten? Das würde mich ja schon interessieren. Der Angriff auf das Museum war merkwürdig. Diese Einbrecher wirkten zu militärisch und zu professionell. Außerdem machten sie keine Anstalten etwas. Ich befürchtete, dass sie das gleiche Ziel hatten wie ich. Blooming. Sind das Vampirjäger? Vielleicht ist es eine Einheit, die Vampire jagt. Wer weiß. Hä? Wo sind die Typen? Ich hab die doch gerade eben noch gesehen. Sind wohl abgehauen. Auf geht's weiter. Was ist jetzt los? Die Kopfschmerzen waren plötzlich wieder da. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Alles drehte sich. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Ich musste mich zurückziehen und mir eine ruhige Stelle suchen, wo ich mich ausruhen konnte. Ruhig, Eric. Es ist alles gut. Wer ist das? Die Stimme des Engels verschwand so schnell aus meinem Kopf, wie sie gekommen war. Aber die Schmerzen waren ebenfalls verschwunden. Ich musste mich beeilen und Blooming finden. Die Kopfschmerzen durften mich nicht noch einmal erwischen. Na dann los. Verschlossen. Sag uns endlich, wo der Direktor ist. Ich hab keine Ahnung. Spuck es endlich.
aber ich weiß es doch nicht. Sag es, oder ich knall dich ab. Ich weiß es nicht. Scheiße, Mann, musste das sein? Du hast mich fast erwischt. Sorry, aber ich konnte mir das nicht länger anhören. Kommen die jetzt? Kaltblütig abgeknallt. So eine Scheiße. Tatsächlich, die kommen. Na, dann erwarte ich sie mal. Es sind zwei Stück. Der könnte mein Mitternachtsimbiss werden, aber der andere kommt auch. Mein kleinen Snack zwischendurch wäre nicht schlecht. Lecker, lecker. Bye, bye. Ihr habt den armen Wachmann umgebracht. Nicht gut. Was haben wir denn da? Eine E-Mail. Interessant. Kann ich für euch gut gebrauchen. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Nein. Ich kann den nur noch in die Ecke ziehen. Aha. Bye bye, mein Freund. Zack. Diese neuen Kräfte sind einfach so gut. Gehen wir weiter. Interessantes Museum. Was zum Teufel? Okay, die sind erledigt. Sichert den Raum, da kommen wahrscheinlich noch mehr. Die Museumswachen hatten die Einbrecher zurückgeschlagen. Allerdings würden sie mich kaum von den Einbrechern unterscheiden. Die Dunkelheit war nach wie vor erfüllt. Nach wie vor müssen wir uns hier durchschleichen. Boah, was? Museumswachen mit MPs. Was kommt als nächstes? Vor allem, was machen Museumswachen mit MPs? Zeit, ihnen ihre Spielzeuge wegzunehmen und zu zeigen, wer hier der Mann im Haus ist. Das wird gar nicht einfach. Vor allem, weil hier unten alles voll ist. Und die sofort feuern, also muss ich oben entlang. Aber oben ist genauso viel los. Fetti auf der Brücke. Da drüben sind auch noch welche. Mr. Eisenhardt mit seiner MP. Sollte mich an einem vergreifen und ihn aussaugen. Aber wen nehme ich? Mr. Fetty? Oder Mr. Eisenhardt? Oh oh. Oh oh. Ich entscheide mich für Mr. Eisenhardt. Der Mr. Fetty hat mir zu viel Cholesterin im Blut. Abwarten, abwarten. Jetzt ist er weit genug weg. Hallo. Zeit für einen kleinen Imbiss. Und du stirbst. Sehr gut. Komm mit, mein Freund. Ich soll noch niemand finden. Sonst kommt noch Mr. Ich kann noch einen Donut verdrücken, auf die Idee Alarm zu schlagen. Und das wollen wir doch nicht. Gehen wir weiter. Niemand zu sehen. Den kann ich mir auf keinen Fall packen. Wie schade.
der da oben. Hier ist gar keiner. Alles sauber. Sehr gut. Wieder bewacht. So nah am Ziel und doch weit entfernt. Die Tür ist dort hinten. Die Frage ist, ob ich die Tür da unten nehmen muss oder vielleicht doch die Tür da oben. Wenn ich die Tür da unten nehmen muss, komme ich vielleicht irgendwie hier rüber. Keine Chance. Hier komme ich nicht nach oben. Wie schade. Sich der Platz so gut geeignet. Vielleicht sollte ich doch Fatty irgendwie erledigen. Gute Idee. Okay. Warten wir noch mal ab, bis Fatty kommt. Und dann schnappen wir ihn uns. Schön, heimlich, still und leise und saugen ihn aus. Der da drüben bleibt stehen. Wir sind uns im guten Morgen bereit. Gut. Gut, gut, gut. Hallo. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Donuts gefrühstückt. Weil jetzt frühstücke ich dich. Gute Nacht. Gleich wird's dunkel. Der Tod umklammert dich. Komm her, Fettsack. Rüber mit dir, rüber, rüber, rüber. Sehr gut. Hier kannst du eigentlich liegen bleiben. Hier wird dich niemand finden. Gut. Was haben wir denn da? Eine Flasche. Toll. Okay. Probieren wir es auf der anderen Seite. Das war knapp. Das war sogar mehr als knapp. Bye bye, mein Freund. Scheiße, bleib hier! Fall nicht runter! Verdammt! Scheiße, scheiße! Oh, fuck, fuck. Na komm, roll dich, Fatty, roll dich, roll dich. Komm schon, komm schon. Komm wieder. Komm wieder nach hinten, komm schon. Tu mir das nicht an. Verdammt. Okay, dann bleib halt hier hängen. Oh, der fällt gleich runter. Gleich. Okay, aber dann fällt er ins Dunkle. Hoffentlich sieht ihn niemand. Scherben. Leise. Der kann die Scherben hören. Okay. Wie viele? Finden, wer sich von denen bewegt, der dort hinten. Aber keiner kommt her. Okay, der hängt noch immer da. Wie schnell so durchkommen. Naja, die Ecke war zu dunkel, hä? Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen. Kann ich den vielleicht leise erledigen? Hier gibt's Probleme. Halt's Maul!
zu dem aussaugen. Ah, es war knapp! Boah! Scheiße! Fuck! Einer von uns wurde Mist. Oh, scheiße! Ah! Ah! Fuck! Boah, wie schnell! Das gibt's ja nicht!